Guten Tag. Ich habe gestern mehr Kommentare bekommen, weil ein paar Leute haben gar nicht verstanden, was ich gemeint habe. Ich habe gesagt, Wassermann, Frau, ist so perfekt und sie lebt nach ihren Prinzipien, Ideologien und Ideen. Und sie ist so treu zu diesen Prinzipien, dass du als Mann fühlst du dich verantwortungslos, egoistisch manchmal, und bist du fähig, irgendwelche blöde, miese Sachen zu tun, nur um ihr zu zeigen, ey, ich bin auch noch da. Beispiel zu geben, Barbara Streisand zum Beispiel, sie ist so perfekt, sie konzipiert ihre Konzerte und Filme, sie macht alles wunderschön, alles perfekt. Und sie hat trotzdem einen Regisseur und trotzdem einen Produzenten. Aber Regisseur fragt sich, wozu bin ich noch da? Sie macht doch alles. Sie macht doch alles besser. Sie weiß doch alles besser. Und deswegen fühlt sich so ein Regisseur natürlich ein bisschen überflüssig. Und so fühlen sich viele Männer, die mit Wassermann, Frau leben, auch so ein bisschen überflüssig. Wozu bin ich noch da? Du bist doch immer da und du herrschst über mich und du zeigst mir alles und du weißt alles besser. Das ist nicht so eine Besserwisserei wie bei der Jungfrau, das nicht, weil Wassermann, Frau lebt nach Prinzipien und Ideen. Nur trotzdem ist das alles sehr heuchlerisch, wie ich schon ein paar Mal erzählt habe. Bei Wassermann ist das so, dass Wassermann hat eine geheime Sehnsucht, von allen geliebt und gemocht zu werden, vor allem Frauen. Diese Sehnsucht ist so stark, dass Wassermann Frau oft gegen ihren eigenen Prinzipien handelt. Nur aus Angst heraus, was werden die Leute über mich denken? Ein Wort dazu, Heuchlerei. Ich kenne sehr viele Wassermann Frauen, die so handeln. Ich kenne eine Wassermannfrau, die Freund hat, der hat wirklich sehr wenig Geld, also wirklich sehr wenig Geld. Allerdings, er schläft bis 12, ja, geht nicht arbeiten im Moment, aber er hat wirklich sehr wenig Geld. Und ich muss sagen, 50 Euro würde ihm reichen, wenn man ihm 50 Euro so geben würde. Diese Frau verdient auch sehr viel, aber das macht sie nicht, weil sie denkt, warum? Der schläft ja so lange, geht nicht arbeiten, das mache ich nicht. Jeder hat Chance, Arbeit zu finden und jeder hat die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Aber am nächsten Tag überweist sie 50 Euro nach Ukraine. Das sind diese Beispiele, das ist diese Heuchlerei. Oder ich habe eine Wassermannfrau als Bekannte, die geht zu ihrem Freund nicht so gerne nach Hause, weil sie behauptet, die Wohnung ist ein bisschen staubig, sagt sie immer. Mein Gott, aber sie wird nicht kommen und ihm diese Wohnung putzen. Das macht sie nicht, weil sie denkt, warum? Er soll selbst putzen oder er soll sich eine Putzfrau bestellen und sie macht das perfekt. Aber in diese verstaubte Wohnung gehe ich nicht rein. Ja, ich kenne auch eine Wassermannfrau, die irgendwo, also weit aus Hamburg lebt, aber ihre Freundin hat Probleme gehabt, auch finanzielle Probleme. Und sie hat immer zu ihr gesagt, du, ich würde dir so gerne helfen, aber ich wohne ja so weit weg. Aber ihr Sohn lebt in Hamburg, also diese Freundin hätte das alles durch den Sohn erledigen können. Hat sie aber nicht gemacht. Aber alles war so ein bisschen verdeckt und geheim, ja, ich würde gerne, aber ich wohne nicht in Hamburg. Ich kenne eine Ärztin, die hat neulich mit einem Patienten gesprochen, den Patienten kenne ich, und der Patient hat da fast geweint bei ihr und gesagt, ich habe überhaupt kein Geld im Moment und schlechte Lage und so. Und die Ärztin hat gesagt, ach, wie schrecklich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist wirklich schrecklich. Man kann vom Konto nicht mal 30.000 Euro abheben, um sich ein Auto zu kaufen. So einen Satz hat sie zu diesem Mann gesagt. Das ist nicht unbedingt Gefühllosigkeit und Taktlosigkeit, ich würde das so nennen,
Aber sie hat das deswegen gesagt, weil sie denkt, jeder hat Chance und Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und der Mann war noch ziemlich jung, also sie dachte, du kannst auch zur Arbeit gehen, Patient. Ja, und ich kenne auch eine Frau, Wassermannfrau, da waren wir zu dritt, ich war dabei und ihr Freund auch, wer die Geld hatte, es geht immer ums Geld. Und sie hat zu ihm gesagt, du, geh mal da Kaffee trinken, wir kommen gleich. Und sie ist mit mir in ein Schmuckgeschäft gegangen und ich habe sie gefragt, warum hast du das gemacht, dass du den weggeschickt hast? Und sie hat gesagt, ach, der interessiert sich sowieso nicht für Schmuck und außerdem, weißt du, er muss nicht sehen, dass ich jetzt gerade 100 Euro ausgebe für Schmuck. Er hat so wenig Geld. Aber trotzdem hat sie mit ihm gelebt. Trotzdem, dafür war er gut. Das ist wirklich eine Heuchlerei. Wie ich gesagt habe, 50 Euro nach Ukraine zu schicken, aber dem Freund das Geld nicht zu geben. Das sind viele Beispiele, die ich auch gestern gemeint habe, dass der Freund will da nicht alles unbedingt wissen müssen. Und sie hat Geld, aber oder eine Wassermannfrau, die hat noch neulich mir erzählt, sie war nicht mit ihrem Freund essen, weil er wenig Geld hat, sondern sie war mit einem Bekannten essen und einer Freundin. Da sind sie essen gegangen und jeder hat 80 Euro pro Kopf ausgegeben. Aber den Freund, mit dem sie schläft und lebt, an der Wohnung haben sie, den hat sie natürlich da rausgenommen. Das ist diese Heuchlerei, die ich gestern gemeint habe, und das ist das, was Wassermannfrauen oder Menschen überhaupt oft tun, damit die anderen Leute nicht so alles mitkriegen. Also oft handeln sie ganz anderes, als sie erzählen. Und diese verbale Debatten sind sehr, sehr wichtig für Wassermann. Darüber zu reden, ja, aber handeln, die handeln dagegen. Aber für heute ist die Zeit um.